leer. Jetzt ist der Irak das Aufmarschgebiet für Al-Qaida, was er vorher nie war. Jetzt ist der Bürgerkrieg. Jeden Tag sterben 100 Menschen und die Syrer haben Angst, dass sie in den Schrank müssen. Einer muss doch immer im Schrank. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen. Die Amerikaner haben gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ich habe doch keine Leute, hat der Bin Laden gesagt. Die paar afghanischen Freiheitskämpfer, hier, da tue ich nichts mit. Die Leute besorgen wir dir auch. Und dann haben die Amerikaner Söldner nach Afghanistan gebracht. Da sind die stolz drauf, meine Damen und Herren. Das sind hier keine Verschwörungstheorien. Der CIA brüstet sich damit, um die Russen zu vertreiben, haben die damals mit Hilfe von Saudi-Arabien bis zu 100.000 fanatisch junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben und zum Kämpfen nach Afghanistan gebracht. Söldner, islamistische Fundamentalisten, diese Selbstmordattentäter. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen, den Gotteskriegern, mit amerikanischem Geld, mit amerikanischen Waffen und mit von Amerika bezahlten Selbstmordattentätern gegen die gottlosen Russen gekämpft. 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben so ein klares Weltbild. Frau Merkel, ein Land ist besetzt, aus welchem Grund auch immer. Ein Land ist besetzt und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt von außen finanziert gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Terrorismusbekämpfungslogik hätten die Russen doch damals einfach nur in Washington in der Hauptgeschäftsstraße mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder und deren Familien abknallen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Gleiches Recht für alle, oder? Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Und die Amerikaner waren begeistert. Super, euer Land ist frei. Ja, sieht nicht schön aus, aber ist ja euer Land. Was heißt denn hier total vermint? Habt ihr schon mal Bodenschätze? Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen, natürlich. Es ging doch niemals um Afghanistan. Es ging darum, den Russen eins auszuwischen. Dann kamen in Afghanistan die Bürgerkriege. Sie selbst überlassen haben die Leute einfach weitergekämpft. Die Söldner können ja auch nichts anderes. Aus dem Bürgerkrieg gingen die Taliban als stärkste Kraft hervor. Dann wollten ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch von den gottlosen Russen befreien, wie sie es gelernt hatten. Und da kamen sie zu spät. Jetzt waren es echte Terroristen. Ja, die Amerikaner hatten wieder die Seite gewechselt. Diesmal hatten sie sich mit dem lupenreinen Demokraten Wladimir Putin verbündet. Ich habe ja immer geglaubt, das ist ein Massenmörder, aber nein, es ist ein lupenreiner Demokrat, sagt Gigi, also Goldkettchen Gerd. Tschetschenien, das ist lupenreiner Völkermord. Das sind lupenreine ethnische Säuberungen. Da widerspricht auch keiner, meine Damen und Herren. Der Putin macht mit den Tschetschenen das erfolgreich, was der Hussein mit den Kurden immer nur versucht hat. Deshalb stand der Schröder immer mehr auf Putin. Der Schröder steht auf Erfolgstypen. Mit so Losern hat er nichts am Hut. Der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht in einer Sache. Der Putin hat genau all die Waffen, die dem Hussein immer nur unterstellt worden sind. Hätte der Hussein die Waffen gehabt, wäre doch niemals angegriffen worden. Sind Sie wahnsinnig? Der wäre heute noch schön im Amt. Der wäre bei Schröder von 60. Geburtstag eingeladen worden. Der wäre unser strategischer Partner im Nahen Osten und würde Vorträge halten über die Bekämpfung des schiitischen und kurdischen Terrorismus in seinem Land. Und jetzt überlegen Sie noch mal ganz kurz, warum manche Iraner vielleicht doch gerne eine Atombombe hätten. So ganz neutral. Glauben Sie wirklich, die wollen Israel angreifen? Wo die wissen, Israel hat auch eine Atombombe und dann ist da alles platt? Glauben Sie sowas? Halten Sie diese Menschen für so beschränkt wie den Chefredakteur der Bild-Zeitung? Oder könnte es sein, dass die Iraner sagen, naja, so eine Atombombe ist vielleicht doch die einzige Versicherung gegen einen willkürlichen Angriff durch die USA? Könnte das sein? Ich kenne jedenfalls ein Land, das lassen die Amerikaner in Ruhe. Der Diktator hat noch mehr Leute auf dem Gewissen. Der ist schon vom Namen her krank. Kim Jong-il.
eigentlich sogar Kim Jong very ill. Mit dem wird verhandelt. Der darf jetzt schon wieder Waffen liefern nach Mogadischu zur Bekämpfung der Islamisten. Den lassen die Amis in Ruhe. Nordkorea ist A versichert. Die Anschläge waren furchtbar in den USA. Die waren entsetzlich und widerlich. Genauso wie die Reaktionen bei uns. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Meine Lieblingsüberschrift. Nichts wird jemals... Die hätten auch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Peter Struck rief völlig unterzuckert. Jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet. Zum Deutschsein komme ich ganz, ganz selten. Plötzlich war einer Amerikaner. Dann kamen die Anschläge in Madrid, Struck im Fernsehen. Jetzt sind wir alle Spanier. Ich komme nicht mehr hinterher. Als in London die Bomben hochgingen, habe ich sofort den Fernseher ausgemacht. Ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich das verpasst. Letzten Herbst in Antalya, der Anschlag. Hat der Struck da gesagt, jetzt sind wir alle Türken? Nee, da kann er doch noch differenzieren, oder? Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt damals. Nach den Anschlägen von New York und Washington saß die Merkel auf der Pressekonferenz und hat wörtlich gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Hat sie vergessen, noch die Pumps hinten zusammenzuschlagen. Zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir. Ja, 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Sehen Sie, ich würde ihr das alles durchgehen lassen als Überreaktion im ersten Augenblick. Herr Schröder hat ja auch so einen Unsinn erzählt. Der hat von der uneingeschränkten Solidarität gefaselt. Das ist genau so ein Quatsch. Gibt es irgendjemanden, mit dem Sie uneingeschränkt solidarisch sind, egal was der anstellt? Herr Schröder hat aber begriffen, was er falsch gemacht hat und hat dann gesagt, den Krieg machen wir nicht mit. Der Irakkrieg ist völkerrechtswidrig, hat Herr Schröder gesagt. Da beteiligen wir uns nicht dran. Da muss es andere Möglichkeiten geben. Friedliche Lösungen. Und das nimmt die Merkel dir bis heute übel. Merkel und Schäuble haben nichts dazugelernt. Die sagen bis heute, das sei falsch gewesen, was der Schröder da gemacht hat. Die sagen bis heute, wenn der Schröder den Bush unterstützt hätte mit seiner Kriegsdrohung, dann hätte der Krieg verhindert werden können. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung bringen, meine Damen und Herren. Die Merkel hat nichts von dem von damals zurückgenommen. Damals ist die extra in die USA gereist. Sie können sich erinnern, wie die da bei Bush war, ne? Der Schröder, der findet das doof, was sie machen, der Bush. Aber wir finden das doof, was Herr Schröder macht. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht. Ja. Die hat doch dem Bush das ganze Oval Office vollgeschleimt damals. Das kann man doch nicht vergessen, meine Damen und Herren. Das vielleicht Einzige, was der Schröder in seinem ganzen verfuschten Leben definitiv richtig gemacht hat. Zu sagen, an diesem Krieg werden wir uns nicht beteiligen. Da sagen Schäuble und Merkel bis heute, das war falsch. Er hätte mitdrohen sollen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz erinnern, womit der Bush damals gedroht hat. Wenn ich was Falsches sage, dürfen Sie mich ja verbessern. Heute sagen die immer, ja, der Hussein war ja auch ein ganz schlimmer Finger, der musste weg. Aber das war ja nicht die Drohung, oder? Der Bush hat ja nie gesagt zum Irak, der Hussein muss ausgeliefert werden, der Hussein muss zurücktreten. Nein, nein, die Drohung war, Hussein, rück die Massenvernichtungswaffen raus. Wir wissen, du hast das Zeug. Wir haben die Satellitenfotos. Wir haben sie. Wir haben sie der UNO gezeigt. Die ganze Welt weiß inzwischen, wo das Zeug liegt, bloß die blöden Inspekteure sind zu doof, das zu finden. Das sind ja UNO-Affen, da haben wir nichts mit der Mut. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir greifen an. Das war das Ultimatum, oder? Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir schießen dein Land in Klump und Asche. Das war die Drohung, die der Schröder unterstützen sollte. So, und jetzt wüsste ich von Herrn Schäuble gerne mal, wie der Hussein diesen Krieg hätte verhindern können. Was hätte der Hussein machen können? Er hat doch immer gesagt, komm, gucken, ich hab nichts, oder? Der konnte das Zeug doch nicht rausrücken, oder? Der hatte das doch nicht. Der hatte wirklich nichts. Was hätte der machen sollen? Der hat immer gesagt, komm, gucken. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Herr Schäuble, dass Sie sich das nicht vorstellen können, dass jemand auch mal die Wahrheit sagt, das kann ich ja verstehen.
Schauen Sie mal, Frau Merkel, was machen Sie eigentlich, wenn ich Ihnen eine Knarre in den Schädel halte und sage, rücken Sie mal die 2 Millionen Euro raus, die in Ihrer Handtasche eingenäht sind? Ja, da brauchen Sie gar nicht grinsen. Ich habe ein Satellitenfoto vom CIA. Da können Sie genau erkennen, in Ihrer Handtasche sind 2 Millionen Euro eingenäht. Rücken Sie die raus und ich baller sie weg. Was machen Sie dann? Wissen diese Menschen, was sie tun, wenn sie Länder mit Krieg drohen aufgrund von Vermutungen, die die Geheimdienste aufgestellt haben, um zu rechtfertigen, dass sie weiter Geld kriegen? Wo bin ich hier? Krieg ist wieder ein Mittel der Politik? Was ist das für eine Frau? Ist das eine Frau? Ist das eine Physikerin? Oder ist das ein Knallgasexperiment auf 2 Beinen? Es muss ja was passieren. Wir alle sind bedroht durch den islamistischen Terrorismus. Das ist die große Bedrohung im 21. Jahrhundert. Der islamistische Terrorismus bedroht die ganze Welt. Und diese Bedrohung bleibt uns erhalten. Das ist das Schöne an der Sache. Das passiert den Amerikanern nicht nochmal, dass ein Feind sich einfach auflöst. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufschlag auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja. Raucher sind das Selbstmordattentäter, oder? Steht auf der Packung drauf. Holen Sie doch die Packung mal raus. Ist netter formuliert, aber steht drauf, Sie schädigen sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Auf anderen Packungen drauf, Rauchen kann tödlich sein. Auf Deutsch, Sie töten sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Ist doch für mich die klare Definition eines Selbstmordattentats. Ist aber erlaubt, oder? Weil es auf der Packung steht. Da werden Grenzwerte festgelegt und dann dürfen Sie. Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passivrauchen. Ist erlaubt. Brauchen Sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Die Gastronomie sagt, der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Gaststättenverband, da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Klarer Fall von Selbstmordattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden, Sprengen gefährdet die Gesundheit ihrer Mitmenschen, sagen wir. Wahrscheinlich würde die EU Grenzwerte festlegen, oder? Der Gaststättenverband würde sagen, wir brauchen keine Trennwände, wir machen das mit intelligenter Splittersteuerung. Und der Rüttgers würde sagen, okay, in Eckkneipen ist es erlaubt. Die Frage ist doch, wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, Verbrechen zu verharmlosen. Das sind Mörder, miese, gemeine Mörder. Aber auch nicht mehr. Verherrlichen Sie die nicht zu Terroristen. Terror ist es, weil wir Angst davor haben. Der Terror ist hier in Ihrem Kopf. Es sind Mörder, so wie viele Mörder auf der Welt rumlaufen. Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Früher waren das mal 20.000 Tote im Straßenverkehr jedes Jahr. Da hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Ja, von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ernsthaft erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr jedes Jahr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida? Ernsthaft? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? LKW-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Und die könnte man relativ leicht aus dem Verkehr ziehen, mit ganz normalen Verkehrskontrollen. Brauchen Sie keine biometrischen Daten oder Online-Überwachung. Die Frage ist, wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? Es heißt übrigens Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele benutzen das immer noch falsch. Es ist wirklich sehr komisch, wenn Sie Al-Qaida sagen. Al-Qaida heißt nämlich so viel wie die Gemahlin, die Gefährtin. Hat mir jemand erklärt, das ist jetzt kein Scherz. Al-Qaida ist die Gemahlin, die Gefährtin. Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinausläuft. Ja?
Wovor haben Sie Angst? 6000 Deutsche sterben an Grippe, jedes Jahr. Stinknormale Grippe übrigens, nicht SARS oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe, daran sterben 6000 Deutsche jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztepfusch, als Dreingabe quasi. Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Man könnte auch sagen, die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 15.000 Patienten. Das sind 44 Tote am Tag. Das ist eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztepfusch. Jetzt das Wetter für Ihre Beerdigung. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder? 44 Tote am Tag. Hören Sie mal, da muss ein alter Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Marburger Bund in der Streikpause. Applaus 44 Tote am Tag, das nennen die einen Bagdad-Bürgerkrieg. Wir nennen das Gesundheitswesen. Aber da haben Sie keine Angst dazu zu gehören. Wir haben Angst vor dem islamistischen Terrorismus. Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn sie noch so sinnlos sind, wir brauchen diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen die Videokameras auf den öffentlichen Bahnsteigen, auf den öffentlichen Plätzen, meine Damen und Herren. Man kann das doch alles absichern. Man kann alles mit Videokameras überwachen. Natürlich. Man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern. Das bewegt sie zu schnell. Das können Sie mit. Aber die Bahnsteige kann man doch sicher machen. Natürlich. Wir haben doch noch mal Glück gehabt. Die Kofferbomben sind doch nicht explodiert letzten Herbst. Das Desaster stand kurz bevor. Aber die Bomben waren funktionsunfähig. Zum Glück. Die Jungs waren zu blöd, die Bomben zu bauen. Das waren Ingenieurstudenten. Fünftes Semester Ingenieurstudium. Zum Glück nicht Harvard, sondern Hamburg. PISA steht für Peace, ich sag's Ihnen. Dumm bombt schlecht. Dann hat das Bundeskriminalamt in einer Wahnsinnsverhandlungsaktion die beiden Superterroristen dingfest gemacht. Erst wollen sie Michael Ballack verhaften, aber dann haben sie noch gemerkt, er hatte nur das T-Shirt von dem Ballack an. Und dann hat der eine noch in dem Koffer den Zettel mit der Telefonnummer von seinem Papa zurückgelassen. Und als die Nummer schon abgehört wurde, hat er zu Hause angerufen und gefragt, was er machen soll. Und Papa hat gesagt, er soll sich stellen. Und dann haben sie die Superterroristen geschnappt, meine Damen und Herren. Und am Tag der Verhaftung hat das Bundeskriminalamt verlauten lassen, die Gefahrenspitze ist gekappt. Es liegen uns keine weiteren Erkenntnisse über Terrorzellen in Deutschland vor. Das sind auch Komiker, oder? Über die beiden Jungs haben denen doch vorher auch keine Erkenntnisse vorgelegt. Denen liegen vorher nie Erkenntnisse vor. Die erfahren von den Anschlägen genau wie Sie und ich aus Nachrichten, meine Damen und Herren. Das sehen Sie doch Menschen vorher nicht an, ob die sowas machen. Die sagen ja auch gar nicht, man kann mit den Videokameras die Anschläge verhindern. Nein, die sagen, man kann sie besser aufklären. Natürlich, natürlich werden auch in Zukunft alle Superterroristen ohne Verkleidung, ohne Perücke, ohne falschen Bart, fröhlich in die Videokameras winkend mit den Kofferbomben über die Bahnsteige schlappen, meine Damen und Herren. Vorher haben sie sich natürlich ordnungsgemäß in die Antiterror-Datei eingetragen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind hier in Deutschland, hier können sie den einfach so rumterrorisieren. Da muss man sich vor der Datei eintragen. Das wird so eine Art Einwohnermeldeamt für Terroristen. Was glauben Sie, was Sie für einen Ärger kriegen, wenn Sie hier einen Anschlag machen, Sie waren vorher nicht in der Datei erfasst? Vielleicht habe ich ja wieder alles falsch verstanden. Vielleicht ist die Antiterror-Datei ja wie eine Verkehrssünderkartei, wie Flensburg. Man bekommt Punkte für Fehlverhalten, kann ja auch sein. Falsche Moschee gebetet, wo Extremisten verkehren, haben Sie direkt wieder 2 Punkte in der Antiterror-Datei. Zu schnelles Beten, auch sehr gefährlich. Ist doch verdächtig, wenn die nicht mitschreiben können. 3 Punkte Antiterror-Datei. Sie stehen im Notizbuch vom falschen Mann, 2 Punkte Antiterror-Datei. Und wenn Sie zu viele Punkte in der Antiterror-Datei haben, gelten Sie als höchst gefährlich, da können Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ich vermute, Sie kommen zur Nachschulung nach Guantanamo.
Da kriegen Sie einen Crashkurs in den christlichen Werten des Abendlandes, meine Damen und Herren. Und wir kriegen noch den Fingerabdruck und Personalausweis und dann sind wir endgültig sicher. Das hat uns ja noch Otto Schilly beschert. Der alte paranoide Weihnachtsmann. Der Fingerabdruck und Personalausweis. Otto Schilly hat damals gesagt, der Fingerabdruck wäre wichtig und der wäre richtig und der Datenschutz wäre halt nicht so wichtig. Wir sollen uns nicht so anstellen. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Das stimmt. Das hat General Franco nur eingeführt damals. Otto Schillys großes Vorbild. Auf Hitler wollte er sich offenbar nicht offiziell berufen. Hätte auch machen können. Unter Hitler gab es auch den Fingerabdruck im Personalausweis. War ja nicht alles schlecht. Haben die Väter des Grundgesetzes abgeschafft. Genau wie die Spanier übrigens vor ein paar Jahren wieder, als die Diktatur vorbei war. Das hat der Schilly uns nicht erzählt. Ne? Die Väter des Grundgesetzes haben gesagt, die Deutschen brauchen keinen Fingerabdruck und Personalausweis, die Deutschen sind keine Verbrecher. Das wissen Schilly, Schäuble und Beckstein aber besser. Man kann sie nicht hindern, von sich auf andere zu schließen. Und wenn wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, ich bin dafür, dass wir alle den Fingerabdruck von Otto Schilly im Personalausweis haben. Wenn wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, wie die Spanier das all die Jahre hatten, und wenn wir die Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen und den Bahnsteigen haben, wie die Engländer das immer noch haben, dann endlich, meine Damen und Herren, dann haben wir auch genauso wenig Terroranschläge, wie die Spanier und die Engländer während der letzten 30 Jahre durch die islamistischen Fundamentalisten von IRA und ETA. Bis neulich. Applaus